Willkommen auf unserem YouTube-Kanal. Wir haben uns für ein Jahr Auszeit entschieden und versuchen in der Zeit, die Welt um uns herum noch besser kennenzulernen. Kommt mit! So Leute, wir sind jetzt in Hamburg und wir haben auch gut gefrühstückt, es war leise, wir stehen jetzt hier an so einem Straßenrad, ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt, also wir sind jetzt in Hamburg angekommen und heute werden wir noch losfliegen, denn es geht heute für uns noch, fliegen wir noch nach Ägypten und ja. Ja, morgen Freunde der Sommerbühne, willkommen im neuen Video. Wir sind in Ägypten gut angekommen. Uns gefällt es wirklich super bis jetzt. Wir sind ja auch erst 2 Tage hier. Genau, der Flug war auch richtig gut. Wir haben auch gut geschlafen. Und ja, es ist auch hier richtig sonnig. Ja. Richtig warm, genau. Und als erstes wollten wir euch ein bisschen unter Wasserwelt zeigen. Und wenn noch irgendwas Spannendes passiert in dieser Zeit hier, dann nehmen wir die Kamera auch mit. Oder besser gesagt euch. Und unter Wasser fühlt man sich, als ob man in ein Aquarium eintaucht. Richtig tolle Fischvielfalt. So Freunde, das waren die Unterwasseraufnahmen. Ich hoffe, die kommen ganz gut rüber bei euch. Auf jeden Fall ist es so, dass es in live natürlich viel schöner aussieht. Versucht euch das auf dem großen Fernseher anzugucken. Für was ist Afrika noch bekannt? Für seine Unterwasserwelt ist Ägypten schon bekannt, kann man sagen. Aber natürlich auch die Wüsten. Und die gucken wir uns jetzt mal an. Ich war noch nie in der Wüste. Und jetzt bin ich das erste Mal in der Wüste und mal gucken, wie es ist. Genau. Deswegen haben wir vorrangig dunkle Kleidung an. Dass wir hoffentlich nicht völlig verstaubt wieder ankommen. Jo, guckt mit, seid dabei.
kurze Zwischenbemerkung wieder. Also wir sind jetzt hier mitten in der Wüste. Und welches Problem haben wir hier wieder? Überall, wo du hinkommst, Müll, Plastik, Scheiße. Alles fliegt hier immer rum. Also, müssen alle ein bisschen drauf achten langsam. Ja Leute, das war die Quad-Tour. War eigentlich von der Sache her nicht verkehrt, wenn wir nicht schon vorher eine gemacht hätten vor ein paar Jahren und die deutlich besser war. Also nicht nur die Quads waren jetzt schlechter, auch die Tour an sich war doch sehr ausgefahrene Wege, viele Leute, viele Quads. Unserer Meinung nach ein künstlich angelegtes Beduinendorf mit nur einem Bewohner. Genau, ein armes Kamelchen stand da rum und so weiter. Ja, also die letzte Tour bestand eher darin, dass wir wirklich richtig in die Wüste gefahren sind, 40, 50 Kilometer. Eine Oase gesehen haben. Genau. Und dann sind wir richtig bei einer beduinischen Familie, sagt man das so, untergekommen, haben Tee angeboten bekommen und so weiter und so fort. Mit den Kindern kommuniziert. Also das war jetzt mehr oder weniger eine Touristenverarsche. Und aber auch die Wegstrecke war sehr beschissen. Ja. Ja, so kann man sagen. Ja, das war die letzte Aktivität, die wir euch zeigen wollten. Wir genießen jetzt noch so ein bisschen die Zeit. Wir sind aber noch die ganze nächste Woche hier. Und auch da haben wir uns schon wieder was vorgenommen. Haben wir nämlich gerade hier organisiert alles. Und das wollen wir im nächsten Video zeigen. Wer möchte, schaltet wieder ein. Und bis dahin, bleibt gesund!